Studentinnen und Studenten, die Damen und die Herren. Ich fange nur mit einem Zitat aus dem Michel Rodage, seinem Renat. Es war so ein Peichten, stung alles an der Blei, und viele, die singen, hier Lieder spät auf frei. Die erste Versen aus dem Michel Rodage, seinem Renat, passen genau auf den Tag vom 18. Juni 1912, wo die 18-jährige Erzgrafsherzogin Marie Adelheid veredelt wurde. Es war ein wunderschöner Tag und es hat alles gestimmt. Wieder die Atmosphäre, die Freude von den Leuten, die zu Tausenden an die Stadt gekommen sind, für zu feiern, auf jeden allem die würdige Zeremonie an der Chambre. Ein jung, schöne Frau, gekleidet mit viel Gut, an einem weißen Chiffonkleid mit irischer Spitz und an einem weißen Hut mit Reihenfedern, hält hier Thronried, prononcé en langue française avec une pureté d'accent impeccable, wie es an der Independance luxembourgeoise geheischt wird. Vier Runden Veredelung, weil gefällt ging, dass Marie Adelheid sich kein von der Chambre blamieren, weil sie wegen deutschen Gesandten sucht und hat enger peinlicher Verlegenheit ging leiden. Es ist daher zu hoffen, so der Graf Ulrich von Schwerin an seinem Bericht auf Berlin, dass die Großherzogin nicht gleich bei ihrem ersten Auftreten die Souveränität lächerlich macht, wie ein hoher Beamter sich mir gegenüber unter vier Augen recht drastisch äußerte. Da das nicht geschieht, weil die junge Marie Adelheid wird mit klarer, a fester Stimme Thronried vorgelesen und sie wird mit einer energischen Armbewegung die Hand erhoben, a je le jure, ainsi que Dieu me soit honnête, den Eid auf die Verfassung aufgelöst. So weit, so gut. Was wie ein Märchen angefangen hat, ist aber nicht so weitergegangen. Ich werde an meinem Vortrag keine romantischen Haftgeschichten erzählen, mir geht mir heute darum, wie die politische Rolle abzudecken, die Marie Adelheid als Großherzogin gespielt hat. Folglich muss ich natürlich auf Politik von den Jahren 1912 bis 1919 angehen. Du wingst für dich mal eine kleine Aufhörung. Von 1888 an war der Paul Eiche Staatsminister. Die Regierungen haben meistens aus dem Staatsminister an drei oder vier weiteren Ministerinnen bestehen, die nicht aus dem Parlament herausgekommen sind, mit denen sozusagen über die Parteien stehen. Sie haben aber immer dafür gesorgt, für eine Mehrheit am Parlament zu haben. Chamber, als gewählt ging nun Zensuswahlrecht, das heißt, nehmen die Männer, die mehr als 10 Franken Steuern bezahlt haben, an die mehr wie 21 Jahre alt waren und durften wählen gehen, und das waren dann nicht so viel. Am Jahr 1913 hatten etwas mehr wie 34.000 Männer das Wahlrecht bei einer Bevölkerung von ungefähr 260.000 Leuten. Mehr Leute haben nicht zu Lützburg gelebt, damals. Es sind drei große Parteien am Parlament gegeben, die Liberal, die Sozialistische und die Triestpartei, die heute CSV. Die Liberal- und Sozialistische Parteien hatten Majorität an der Chambre, sie haben den sogenannten Linksblock gebildet, also sind übrigens auch Blockparteien genannt gegeben. Das ist ganz wichtig zu verhalten. Blockparteien, das waren also sozialistisch an die Liberalpartei. Die Triestpartei hat ungefähr 20 von 52 deputiert, sie hat also wenig Chancen und Macht zu kommen mit dem Wahlrecht. Was Großherzogen umgegangen ist, so hat Lützburg ja nun dort vom holländischen König Willem III. 1890 eine eigene Dynastie mit der Familie Nassau gekriegt. Den ersten Grand Duc, den Adolf, der sieht er hier links auf der Foto, waren alle Mann, die auf den Thron kommen. Nur sind im Tod 1905 als sehr jung, der Willem, Grand Dukin, mit dem war von Anfang an schwer krank, sodass seine Frau, Großherzogin Maria Anna von Braganza, 1908 zur Regentin für ihren Mann nominiert genas und nun dem sie im Tod für die Regentin, als Regentin für ihren Mann, ihre Töchter Marie Adelheid, gekommen. Die wird als Marie Adelheid als Mädchen Grand Duchesse mal innen auf der Foto gesehen, der Großherzogin Maria Anna mit ihren 6 Mädchen. Sie hat also die Koppel hat also nimmer Mädchen, also nimmer zwischen ganz physischen Mädchen, sodass kein Mann konnte Großherzog gehen mehr eine Frau.
Die Größe, die drei Grand Duke bzw. die Grand Duchesse haben sich überhaupt nicht an die Regierungsgeschäfte angemischt, sodass der Paul Eichen frei schalten und walten konnte, wie er wollte. Eher ich an die Details angehen, von dem, was Maria Adelheid alles gemacht hat während ihrer Regierungszeit, will ich einen kleinen Überblick geben über die 6,5 Jahre, die sie untermuscht war. Die 6,5 Jahre sind gekennzeichnet von 7 Regierungs- und Staatskrisen während ihrer Regentschaft. Das Umgang, die erst direkt nach ihrer Veredelung, das war die sogenannte Schulgesetzaffäre, den zweiten Konflikt als entstanden am August, September 1914, also nach dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, an den als entstanden dadurch, dass den deutsche Kaiser Wilhelm II. Ein paar Mal bei Hof empfangen hat. Die dritte Krise, das war 1915, da sind 2 Regierungsrücktritter gegangen, den vom Staatsminister Paul Eichen und dem vom Staatsminister Matthias Mangenast, und zwar wegen der Marie Adelheid ihrer Weigerung, sozialistisch und liberal Bürgermeister und auch Staatsbeamten zu nominieren. Die feiert eine ganz große Krise, war am November 1915 und die hat gedauert bis Januar 1916. Die ist entstanden dadurch, dass sie, also Marie Adelheid, die Klerikalen auf den Kurt Hubert Lutsch aus der Rechtspartei zum Staatsminister nominiert hat. Und das ging eine linksliberale Majorität am Parlament. Volle Stufen waren revolutionär Zustand an der Rücktritt von der Regierung Lutsch. Die fünfte Krise war im April 1917, du hast den nächsten Regierungschef zurückgetreten, den Staatsminister zurückgetreten, Victor Thon. Die sechste Krise war dann zwischen März und August 1918, da sind nicht auch 2 Regierungsdemissionen gegeben vom Staatsminister Leon Kaufmann wegen einer Verfassungsänderung und auch wegen der Verlobung von der Prinzessin Antonia, mein bayerischer Kronprinz Ruprecht, die war deutschen Generalfeldmarschall in der Westfront. Die letzte Krise, die schlussendlich war zwischen November 1918 und Januar 1919, um Waffenstillstand, also um Ende vom Ersten Weltkrieg, da sind doch revolutionäre Zustände zu Lützebüsch gehen, die direkt hat von der Regierung Emil Reuter und schließlich auch zur Aufdankung von der Großherzogin Marie Adelheid den 11. Januar 1919 dazu gefördert. So viel also zum Überblick zu meinem Vortrag. Also die Punkte werde ich da mehr oder weniger intensiv behandeln. Ich komme dann zum Schulgesetz, also direkt nur der Veredelung von der Marie Adelheid, die zeitlich also quasi gleichgefallen ist, beim Affäre von einem neuen Schulgesetz, der berühmte Loi Braun am Jahr 1912. Den 18. Juni ist Marie Adelheid veredelt gegangen und den 25. Juni 1912 als Schulgesetz an der Chambre von einer großen Majorität von den Blockdeputierten für 34 Stimmen bei 17 Nein-Stimmen gestimmt gegangen. Das neue Schulgesetz, ob das ich nicht am Detail kann angehen, wird schon am Vierfeld für ganz viel Aufregung gesorgt, weil der Bischof Jean-Joseph Coppes dagegen war und alles in Bewegung gesetzt wird, hier zu verhindern. Alles, das hat geheißen, der Klerus, der Vatikan, die Rechtspartei, der Seminär, das Lützebäuer Wort und Ortenhof. Nun wäre es so, dass das Schulgesetz den 25. Juni am Parlament angeholt ist, an den 10. August, also 6,5 Wochen spät, von der Großherzogin unterschrieben ist. Laut Verfassung hat sie 6 Monate Zeit gehabt. Da stellt ihn sich froh, für was die Wartezeit von 6 Wochen sie so diskreditiert wird, dass ihre Popularität quasi nicht mehr zu redressieren war. Während diesen 6 Wochen ist viel passiert, dass bald zu einem Regierungsrücktritt und zu einer Parlamentsablösung kommt, und schlimmer, bald zu einer Staatskrise. Der Innenminister Pierre Braun, also Pumul auf Colmar Birsch, gerufen ging, also am Schloss, wo Marie Adelheid ihm erklärt hat, sie könnte das Schulgesetz nicht unterschreiben, weil es anti-religiös wäre. Sie hat in allem 2 Artikel kontestiert, und zwar den Artikel 22 und den Artikel 26. Was war so schlimm in den Artikeln, dass sie das Gesetz nicht wollte unterschreiben?
Marie Adelheid wird in Artikel 22 stehen, also zur Erziehung zu menschlichen Tugenden, aufgefordert wird. Sie wäre anti-religiös, wenn sie sich nicht zu rein christlichen Dogmen ging bekennen. In Artikel 26 beschränkt der Religionsunterricht auf die Geistlichen. Schulmeister und Lehrerinnen, die vier Drohnen Religionsunterricht gehalten haben, sind nicht mehr dazu verpflichtet gehen, auch ein Punkt, den der Kirche nicht gefallen wird. Genauso wird der Dekan den Religionsunterricht nicht braucht zu besichern, wenn die Eltern es nicht wollen. Nachdem Pierre Braun, also der Marie Adelheid, erklärt hat, die Artikel wären nicht antikatholisch, wird sie gesagt, Gesetz ging sich gegen die öffentliche Meinung richten, übrigens wird sie die Chamber ablesen und Neuwahlen ausschreiben, für das Volk könnte seine Meinung dazu äußern. Der Braun hat sie auf den ersten von dem Schritt hingewiesen. Der sozialistische Deputierte Dr. Werther schreibt an seinem Tagebuch, dass der Braun auf eine Opiniatrité très grande de la grande duchesse gestoßen wird, also auf eine große Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit. Und dass ihr Mann, Großherzogin Maria Anna, malgré sa profonde religiosité, pourtant très traitable gewesen wird, et que celle-ci fait son possible pour avoir la signature de la grande duchesse. Also links sieht er Großherzogin Maria Anna, also die Mom von der Marie Adelheid, die aber also wollte, dass Marie Adelheid sollte das Gesetz unterschreiben. Wie nach anderen Quellen ergehen, als Marie Adelheid beeinflusst gehen von bestimmten Leuten von der Rechtspartei, die sich gruppiert tun um den Bischof Koppes und um den Emil Reuter, Präsident vom katholischen Volksverein. Den Emil Reuter, spätere Staatsminister, war ein verwandter Gegner von der sogenannten neutraler oder auch säkularer Schule, also der Sorte von Schule, die mehr heute am Anfang wohnt, wo der Religionsunterricht nicht mehr an der Schule aufgehalten wird. Also den Emil Reuter war ein Gegner von der neutraler Schule. Seiner Meinung nach ging es nicht durchgehen, der kann der Religionsunterricht zu gehen, mit ganz Schule, mit profondément religiös sein, wie hier gesagt wird in der Chambre, an auf dem Dogmen vom Katholizismus beruhen. An dem hat Marie Adelheid voll zugestimmt. Weiter hat auch noch ein Teil vom Hof, die sogenannten Hofkamarilla, sich gegen das neue Schulgesetz gewandt. Wie den Dr. Welter an seinem Tagebuch notiert hat. Ich habe eine Seite von Dr. Welter an seinem Tagebuch herabgebracht, das ist ein extrem wichtiges Dokument, ein extrem wichtiges Quelle von 1912 bis 1916, wird ihn das gefordert. Der sieht hier, wie gesagt, ein extra an den Dr. Welter war sozialistischen Deputierten. Hier waren von den Leader von den Sozialisten am Parlament und hier nicht ganz viel Leute auch an der Regierung kann, dass die Quelle extrem wichtig war oder aus noch immer. Pierre Braun, also der Innenminister, hat sich des Öfteren über cette ingérence insupportable de plusieurs personnages étrangers vivant à la cour beklagt und hat für allem de Chambellan Gruf von Stolberg zitiert. Dr. Welter hat ihn als ein Emissaire des Jesuiten bezeichnet und den deutschen Botschafter hat über den gesagt, Graf Stolberg ist ein ausgesprochener Klerikaler, der es an abfälligen Äußerungen über das Gesetz sowie über die liberale Regierung wenigstens mir gegenüber nicht hat fehlen lassen. Die Regierung war ziemlich außer sich über die Drohung von der Großherzogin für die Chamber abzulesen, sodass Pierre Braun wollte direkt zurücktreten. Der Staatsminister Paul Eichen wollte aber unbedingt eine Regierungskrise vermeiden und hat Druck gedrängt, um mal aufzuwerden, an der Juncker Frau Zeit für zu überlegen zu gehen. Tous étaient d'accord de ne rien brusquer, de suivre les événements et d'attendre, so den Dr. Welter an seinem Tagebuch. Den Dr. Michel Welter hat allerdings nicht verdrohen, wie den Eichen Marie Adelheid durchgestellt hat, und hat dem Feigheit und Würdelosigkeit vorgeworfen. Zitat aus seinem Tagebuch. Eichen parla encore plein d'enthousiasme de cet enfant de 18 ans, appelé subitement à gouverner, à porter cette lourde responsabilité. Qu'elle voulait tout comprendre d'elle-même, qu'elle voulait étudier à fond la loi scolaire pour ne pas charger sa conscience. Dr. Welter hat au reste juste Folgerung gezogen, si c'est vraiment exact, cela prouverait qu'on devrait envoyer cet enfant jouer avec ses poupées, plutôt que de l'occuper de gouverner. Also sieht also, wer den Dr. Welter zu der Zeit von der Marie Adelheid gehalten hat. Später hat sie seine Meinung geändert.
An der Zwischenzeit wurde doch an der öffentlichen Meinung angefangen zu rumoren, und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Als erstes hat die Liberal-Luxemburger Zeitung den 20. Juli darüber berichtet. Es hat keinen Zweck mehr, die Sache zu vertuschen, nachdem sie sich überall im Publikum herumspricht. Die Großherzogin hat bis jetzt das Schulgesetz noch nicht sanktioniert, weil klerikalerseits auf sie eingewirkt wird, damit sie ihre Unterschrift verweigere. Auch die Längszeitung Die Neue Zeit wird gemeldet, Großherzogin gegen das Gesetz überhaupt nicht unterschreiben und sie will die Chamber ablesen, dass wir unerhört, dass Fürstin sich gegen die Regierung, gegen die Kammer und gegen das Volk wenden. Duno hat das katholische Lützebäuer Wort repostiert und darauf verwiesen, dass Großherzogin 6 Monate Zeit hat, das Gesetz zu unterschreiben. Zitat: Bei uns brachte es der ritterliche Herr Eichlund fertig, ein junges Mädchen mit unerhörter Brutalität sofort zu einer folgenschweren Entscheidung zu drängen und das ihr durch die Verfassung gewährleistete Recht der 6-monatigen Bedenkzeit illusorisch zu machen, ungeachtet der Gewissensnöte, in welche er die Trägerin der Krone damit hineinbrachte. Nicht als Diener der Krone, sondern als Minister und Diener des Blocks betrachtet sich heute Herr Eichen. Daraufhin als eine Diskussion entstand, ob Minister nun Diener der Krone oder Diener des Landes wären. Ich sehe da die Feier Minister von der Regierung Eichen, Morgen, als du hast Pierre Braun, und du als dann den Charles de Verhaer. Also, wie gesagt, darauf sind also eine Diskussion entstanden, ob Minister nun Diener der Krone oder Diener des Landes wären. Die Liberal-Luxemburger Zeitung hat geschrieben: Wir wollen von Fürsten regiert sein, die die Verfassung als solche bestimmt, aber nicht von Herrn Koppes oder irgendeinem Nuntius oder Gott weiß welchen Elementen, denen preußische Hofschranzen die Wege zu unseren Fürsten ebnen möchten. An der katholischen Letzte war ihr Wort heute gekontert. Übrigens beeinträchtigt kein Hofstaat, kein Nuntius, kein Bischof die Gewissensfreiheit eines souveränen Fürsten. Erdrosseler der Gewissensfreiheit eines Fürsten kann nur eine Parlamentsmajorität werden, die ihm das Messer an die Kehle setzt, indem sie die Revolution predigt, wie der Block es tut. Heimat wird sich Letzte war ihr Wort allerdings auf einem gefährlichen Terrain beginnen, weil der parlamentarische Mehrheit die politische Legitimität bestritten wird. Mit Satz wie "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen" wird Wort der Refus von der Unterschrift legitimieren. All das, die vergangen ist, ohne dass die Unterschrift kommt, also mit der Popularität von der Grand Duchesse, mehr Bierschof gehen. Bis sie den 10. August endlich das Gesetz sanktioniert wird, wird der Lichtstrom groß. Aber die Schulgesetzaffäre hat extrem negative Konsequenzen für die Marie Adelheid. Engerseits wird sie die Regierung, Majorität am Parlament und die längstliberale Presse von den Kopf gestoßen. Andererseits wird sie aber auch der Wertungen von der katholischen Seite nicht erfüllt, eben weil sie das Gesetz unterschrieben hat. Für allem die längstliberale Presse wird die Schulgesetzaffäre zum Ulass geholt, die grundsätzlich über die konstitutionellen Rechte von der Krone zu diskutieren, an ihr Verhältnis zum Parlament und zur Regierung zu analysieren. Eine interessante Abschätzung hat auch den deutschen Gesandten über Marie Adelheid vertreten. Hier sieht er die Akten aus dem politischen Archiv vom Auswärtigen Amt zu Berlin, die extrem wichtig sind für das Zeit, weil die deutschen Botschafter regelmäßig über Berlin geschrieben haben an finalen Welten Kaiser, der Wilhelm II., die Berichte ganz genau gelesen hat und auch regelmäßig seine Remarken dazu gemacht hat. Ich zitiere also den deutschen Gesandten. Die Großherzogin soll in letzter Zeit sehr selbstständig geworden sein und von Anfang an die Absicht gehabt haben, in der Sanktionsfrage nach eigener Erwägung vorzugehen. Selbst ihrer Mutter gegenüber soll sie sehr verschlossen sein und äußerte sich die Großherzogin Maria Anna kürzlich dahin, dass ihre Tochter ihr nun gar nichts mehr sage. Die Schulgesetzaffäre deutet an all ihre Komponenten schon auf die zukünftigen innenpolitischen Konflikte hin, die für allem an die Jahre 1915-16 auf das Land zukommen. Aber für dich kommt den Ausbruch vom Ersten Weltkrieg. Den 2. August 1914, als Lützeburg von den deutschen Truppen überrannt ging,
und blieb mehr wie 4 Jahre lang in der deutschen Besatzung. Die Mariadelheit an der großherzoglichen Hof ist dadurch eine ganz komplizierte Situation entstanden. Die großherzogliche Familie und die meisten Bedingungen im Hof waren deutsch oder österreichisch. Familie Nassau war selbstverständlich eine deutsche Familie, aber auch Großherzogin Maria Anna, die aus der portugiesischen Familie Braganza stammt, hat eine deutsche Mann und ist in Deutschland aufgewachsen, nämlich am Schloss Bronnbach am Baden, sodass im Hof zu Lützburg nicht mehr deutsch gesprochen ist. Maria Anna wird sich selber an einer Ausspruch und den deutschen Gesandten als Tochter eines deutschen Fürstengeschlechts bezeichnet und das genug gesagt, wir sind ein deutsches Haus. Der französische Ambassadeur schreibt an seinem Bericht immer, dass die großherzogliche Familie es nicht fertiggebracht hat, eine Nationaldynastie zu kreieren und dass sie an Isolation ging auf ihrem Schloss leben. Den deutschen Gesandten, Graf von Schwerin, wird über ein Gespräch zwischen ihm und der Großherzogin Maria Anna, also der Mann von der Maria Adelheid, geschrieben, wo sie erwähnt wird, dass sie sich durchaus als Deutsche fühle, und zwar in einem Maße, dass sie die selbst manchmal daran erinnern müsse, dass sie doch in erster Linie Luxemburgerin sei. Am März 1914 wird hier die deutschfreundliche Gesinnung ihrer königlichen Hoheit der Großherzogin Maria Adelheid nachdrücklichst betont. An den deutschen Kaiser, Wilhelm II., wird dabei geschrieben, wäre auch noch besser. Das steht Herr Jöwen, das kann ich nicht ganz gut lesen, aber Herr Jöwen hat geschrieben, wäre auch noch besser. An all die Unterstreichungen, die sie von ihm, natürlich also nicht in allem in der Sprache, beide hohe Frauen sind ausgesprochen antifranzösisch. Das wäre natürlich nicht gut für die Lützebäuer Neutralität. All die adlige Hofleute hatten für die Lützebäuer an ihre sogenannten Bauerndialekt nämlich Spott übrig. Und der spätere Minister August Koller hat vom Hofmarschall Freiherr von Ritter gesagt, er wäre eine krass Fehlbesetzung für die Posten, wenn sich immer nehmen über das sogenannte schwerfällige Behohlen von den Lützebäuer lustig ging, man, und hin hat für die Luxemburger nur ein mitleidiges Lächeln übrig. Auch der Graf Bernhard zu Stolberg-Stolberg war denkbar unbeliebt zu Lützburg. Das ist den, den er öfen geht, Herr Ersten von Ritter. Für die La Petite Histoire, der Stolberg, den aus dem ganz heiligen österreichischen Adel kommt, als 1918, mit der Erzherzogin Hedwig von Österreich-Toskana, der das ein Enkeltöchter von der berühmten Kaiserin Sissi bestört. Weiter erwähnt gehen soll heute der Stallmeister Alwin von Bohlen und Halbach, das war die Jung von Gustav von Werther Krupp von Bohlen und Halbach, das waren Besitzer von der Stuhlfirma Krupp, die eine ganz wichtige Rolle bei der Herstellung von Waffen am Ersten Weltkrieg gespielt hat. Das Problem bei den Männern um Hof war, dass die meisten von ihnen Offiziere an ihren Armeen waren und übrigens am Ersten Weltkrieg auch auf der Seite von Deutsch-Österreich gekämpft haben. Und das war natürlich auch nicht gut für die Lützebäuer Neutralität. Die Person aber, die den größten Einfluss auf Maria Adelheid hat, war die bayerische Gräfin Anna Mangelas, ihre beste Freundin, Baby genannt, aber Maria Adelheid gesucht hat, meine sechste Schwester, dass die Hajöwen geht. Anna Mangelas war zu Lützburg bekannt als lustige, tolle Gräfin, als wahre Lotte Übermut, so was in anderen Zeitungen bezeichnet. Das ist also ganz klar, zu wem den Hof an großherzoglicher Familie gehört wird, wie der Krieg ausgebrochen ist, nämlich zu Deutschland. Das ist übrigens auch nicht erstaunlich, mir eine Selbstverständlichkeit, dass ein deutscher Kaiser freundlich um Hof empfangen ist. Von 1. August bis 1. September 1914 ist das größte Hauptquartier mit der obersten Heerleitung auf Lützburg verlöscht ging. Das war auch ein flagranter Verstoß gegen die Lützburger Neutralität. Den deutschen Kaiser, aus dem 30. August 1914, 13:54 Uhr auf der Gare, hat zu Lützburg gekommen, an den Nass, wie der Generaloberst von Plassen an seinem Tagebuch schreibt, sofort mit Blumen zur jungen Großherzogin, wo seine Majestät 3 Stunden blieb, dann erst ins Hauptquartier zum Gesandten. Aus vielen Quellen geht eindeutig auf hier, dass der Kaiser familiär Beziehungen zum großherzoglichen Herrscherhaus gepflegt hat, während dem Mond, wo in Dover sie mindestens 5-mal besichtet,
Darunter waren auch zwei Großessen im Schloss Birsch, den 1. an den 13. September. Mit all den Märchen, die die Kaisersvisite rundherum entstanden sind, wo also geleugnet ging, als dass sie den Kaiser freiwillig empfangen hat, waren sich also nicht mehr abzuhalten, Quellen beweisen eindeutig, dass Marie Adelaide hier nicht widerwillig nehmen auf Druck vom Staatsminister Eichen empfangen hat. Auch all die anderen Geschichten, wie dass sie hier Kiel an ohne protokollarische Formen behandelt hat, aber während dem ganzen Essen hier Händchen nicht ausgedohnt hat, sind total unwahrscheinlich, zumindest wenn ihn die Herzlichkeiten an Telegramma liest, die der Kaiser hier geschrieben hat. Eine andere Sache ist allerdings, ob Maria Adelaide froh über die deutsche Invasion war und auch über den deutschen Nachkriegsplan, Lützburg als Bundesstaat an das Deutsche Reich zu integrieren. Und da kann ihn auch mal ziemlich größer Sicherheit sagen, dass sie nicht dummer da d'accord war. Jedenfalls hat der Kaiserbesuch viel negative Konsequenzen für Maria Adelaide. Bei der Wilhelm II. Bei der Palais beigeführt, stehen Hunderten von Leuten, für die Jahrzehnte nachzugucken. Und sie sind da stehen geblieben, bis der Kaiser nur 3 Stunden rausgekommen ist. Und Kommentare dazu waren alles ähnlich wie freundlich. Nicht flatteuse pour la grande duchesse, wie den Dr. Welter schreibt. Den Dr. Welter, den als zweimal du lernst, gern, wie die Leute sich immer helfen, über das Großherzogtum. Weiter seht ihn, on s'étonne de la grande amitié qui lie dès le premier jour les deux souverains. Hellsichtig hat ihn erkannt, aber ein Gefühl, Marie Adelaide sich an noch ihr Land, du mit Brüst wird, diese spätestens dagegen weisen, wann Deutschland den Krieg ging verlieren. Ich komme zurück zur Innenpolitik. Wer sich an innenpolitischer Hinsicht schon mal am Schulgesetz aufgedeutet hat, geht 1915 mit der Bürgermeisterkrise vier Runden. Nur die Gemengewahl vom Oktober 1914 wird Marie Adelaide sich ein paar Mal aktiv an die Landespolitik angemischt. Für dich hat sie dem Innenminister Braun einen Brief geschrieben, an dem sie die politische Neutralität von der Bürgermeister verlangt hat. Laut Dr. Welter hat sie geschrieben, dass, Doppelpunkt, und dann Zitat, ein Bourgmestre ne doit pas avoir des idées subversives, ne doit pas être socialiste. Folglich hat sie sich geweigert, Sozialisten Emil Marc und Luc Huss zur Bürgermeister von Deverding an der Stadt Lützburg zu nominieren und sie hat selber Kandidaten proposiert. Ich kann nur nicht an die Details von der ganzen Bürgermeisteraffäre angehen, wir nehmen so viel dazu. Dadurch, dass Marie Adelaide sich aktiv an die Innenpolitik angemischt hat, wird sie den Innenminister Braun bei einer Notlichen erwischt und da war ihr Vertrauensverhältnis definitiv auf einem Tiefpunkt. Auch bei der Ernennung von Bürgermeister von Hollerich, also zu einem Konflikt zwischen Marie Adelaide und Braun kommen, nachdem den Innenminister ohne Notwendigkeit Neuwahlen zu Hollerich ausgeschrieben hat, weil sein Favorit nicht gewählt war. Die krummen Machenschaften hat Marie Adelaide herausfand. Es ist also keineswegs so, dass alles schwarz-weiß war. Also denn Pierre Braun hat sich auch nicht immer, wenn ihn so will, proper behalten. Ob das ganz hin, wird Großherzogin die Pierre Braun kommen gelassen und hat ihm erklärt, sie hat kein Vertrauen mehr an ihn. Ihn hat da müssen zurücktreten, aber Martin hat auch sein bester Freund an der Regierung, de Charles de Verha, demissioniert. Das waren 2 von 4 Ministern und daraufhin hat den Eichen desideriert, dass die ganze Regierung ging zurücktreten. Die sonderbarste aller Ministerkrisen, wie Tareblatt geschrieben hat, wird Gerüchte, Küche und Brodel erbohrt. Kein Wust, für wer die Regierung zurückgetreten war, weil die Majorität am Parlament Johannert hier stehen. Normalerweise tritt eine Regierung ja zurück, wenn sie keine parlamentarische Majorität mehr hat. Das ist also scheinbar kein Grund gegeben. Weil der wirkliche Grund nämlich, wie der deutsche Gesandten auf Berlin schreibt, dass, Zitat, die Verweigerung der Ernennung eines Sozialdemokraten sich verfassungsmäßig nicht rechtfertigen lässt, konnten Eichen nicht an der Öffentlichkeit und nicht am Parlament nennen. Ich konnte nicht publik machen, dass die Ursache von der Krise der Konflikt zwischen dem Innenminister Braun und der Großherzogin war, der dann hat ihn Marie Adelaide mit an die politische Arena erragt. Press ist natürlich auf die ganze Affäre gesprungen, aber ganz sicher als Grand Duchesse an die politische Debatte involviert ging und das hat hier enorm geschürt. Wie den Dr. Welter am Tareblatt geschrieben hat,
hat sie über den Kopf der verantwortlichen Regierungsmitglieder hinweg die gewählte Personen nicht wollen zu Bürgermeister machen. Die Regierung wird zurückgetreten, weil sie, Zitat, im Interesse ihrer eigenen Würde und im Interesse des Landes den Kampf gegen ein persönliches Regiment wird müssen abholen. Nur dem Rücktritt von der Regierung, also hat Eichen eine neue Regierung gebildet und nur der Nomination von zwei neuen Ministern wird Marie Adelheid an der Affäre Nugin an die gewählten Vertreter zur Bürgermeisterin nominiert. Das war also die zweite Kehr, wo sie Nugin hat, also an der Schulgesetzaffäre und an der Bürgermeisteraffäre. Summa summarum kann ich sagen, dass die ganze Bürgermeisteraffäre ein Pyrrhus-Sieg, also nämlich ein scheinbarer Sieg für die Grand Duchesse war. Sie ist zwar einerseits ihre schlimmste Gegner, der Pierre Braun, den Initiator vom Schulgesetz, Laskin, andererseits ist sie an ihre persönliche Regime, aber an der längst liberalen Presse und auch am Parlament extrem attackiert ging. Und was am schlimmsten war, sie konnte sich nicht wirklich verteidigen. Sie konnte ja nicht an der Öffentlichkeit auftreten, an ihr Grundpublik machen, wie weit sie die Bürgermeisterin nicht nominieren wollte. An Orten Eichen hat sich nicht von sie gestellt. Sie hat also den schweren Fehler gemacht, dass sie sich an Politik angemischt hat, ohne dass sie einen politischen Akteur hat dürfen sehen. Die zweite innenpolitische Krise am Jahr 1915 als entstanden durch der Marie Adelheid ihre Revue für den Professor Eduard Oster zum Direktor von der Lehrer-Normalschule zu nominieren. Die Lehrer-Normalschule, das war die Schule, wo die Schulmeister ausgewählt sind. Sie hat also refusiert, für den Professor Eduard Oster, der vorgeschlagen ist von der Regierung, zum Direktor von der Schule zu nominieren. Und das mit der Begründung, dass er kein praktizierender Katholik ist. Die ganz sogenannte Osteraffäre war so tragisch, weil Marie Adelheid an ein ganz spezielles Verhältnis zum Oster stand. Sie war ihre Professor während bald 4 Jahre. Ihn ist mit der Familie auf Schloss Hohenburg in Bayern gegangen, wo sie zwischen 1908 und 1911 gelebt hat, weil während der Zeit Schloss Birschnei abgebaut ging. Ich muss hier einen kleinen Exkurs machen. Schloss Birsch, das war ein altes Schloss, und das war am Anfang nicht mehr richtig ordentlich zu bewohnen. Die Regierung dezidiert, das Schloss aufzurappen und ein ganz neues Schloss dahin zu bauen, also das, was heute am Anfang steht. Das heißt, du hast großherzogliche Familie, kein Wohnsitz mehr, und du denkst, dass sie du an das Schloss in Bayern, das hier geheiert hat, also Schloss Hohenburg bei Langries, als sie da wohnen gegangen, und sie sind praktisch während bald 4 Jahre, also gut 3 Jahre da gewohnt. Den Eduard Oster, den also Martin da hingegangen ist, den hat die Familie so gut kannt wie quasi kein andere letzte Jahr. Marie Adelheid, wie gesagt, das war das die älteste Töchter, ich hatte ja schon davon geschwärzt, von 6 Mädchen, habe ich gesehen, dass die 6 Mädchen, also Marie Adelheid, du hast also die später Großherzogin Charlotte. Und Marie Adelheid, also 1894 im Schloss Birsch geboren, das heißt, sie hat 14 Jahre, sie war zwischen 14 Jahren und 17 Jahren, war sie quasi nie zu Lützburg, da war sie quasi nicht mehr in Deutschland. Wie gesagt, denn Oster hat also die Familie ganz gut kannt, ausgerechnet den, also den sie als junges Mädchen enseigniert hat, wollte sie nicht zum Direktor von der Normalschule ernennen. Und zwar mit der Begründung, hier wäre kein Katholik, hier ging nicht praktizieren, hier wäre ein Freidenker. Denn Eduard Oster, das muss ich sagen, war effektiv kein praktizierender Christ. Er hat sich eigentlich nie öffentlich als Freigeist geoutet. Er war ein extrem diskreter, zurückhaltender Mensch, der von der Regierung damit beauftragt war, für die schulmeistische Ausbildung zu reformieren und dafür speziell an Deutschland geschickt war. Normalschule war bis dahin effektiv ganz religiös geprägt und es waren nicht mehr geistlicher bis dahin ein Direktor. Die Regierung ist also zurückgetreten, du denkst. Aber die neue Regierung, mein neuen Innenminister Ernest Leclerc, wird aber auch auf der Ernennung vom Oster bestehen und Grand Duchesse wird remnächst nicht nur gehen, sodass die Regierung Eichen am Oktober 1915 remmenkeier hat müssen zurücktreten.
Der plötzliche Tod aber vom Staatsminister Eichen, den 12. Oktober 1915 gestorben ist, wird das verhindert. Den Eichen, also in einem Herzproblem gestorben, an die Aufregung, die ganze Affäre Oster, war ganz sicher von, oder wird ganz sicher dazu beigetragen, dass sein Herz, das schon nicht ganz stabil war, nicht mehr matt gemacht wird. Also kann er vielleicht sagen, dass das von der Grund war für sein Tod. Nun Eichen wird der Matthias als den nächsten Staatsminister der Matthias Morgenast gehen, an den hat die provisorische Leitung von der Regierung überholt. Das war ein ganz frommer Katholik, aber auch den wollte nicht an der Nominationsgeschichte nur gehen, an ihn hat auch hin hat um Oster bestanden, sodass seine Regierung den 22. Oktober 1915 zurückgetreten ist, mit der Begründung von einer Meinungsverschiedenheit in Prinzipienfrage. Das war also der zweite Regierungsrücktritt am Jahr 1915, den Großherzogin Marie Adelheid zu verantworten hat. Wenn aber du noch kommst, das kommt, will kein sich zu dem Moment vorstellen. Das ist nämlich nur im Gang für einen neuen Staatsminister zu finden. Dafür hat Marie Adelheid den rechtskonservativen Advokat Adam Lösch damit beauftragt, eine neutral und politisch Geschäftsregierung zu bilden, an all Streitfragen auszublenden, wie eine Art Burgfrieden zwischen den Parteien herzustellen. Der clevere Plan von einer neutralen Geschäftsregierung als an der Rechtspartei entstand, und das war eine politisch gut durchdachte Taktik. Majorität an der Chambre ist nämlich von der Liberalen an der Sozialdemokratischen Partei gebildet, in dem sogenannten Linksblock, an die Rechtspartei, wie wahrscheinlich noch so bald nicht in den Wurst kommen, jedenfalls nicht mit dem Zensus werden. Mit der Ersetzung von einem sogenannten unpolitischen Geschäftsministerium, wie die linksliberale Mehrheit von der Regierungsbildung ausgeschlossen und damit außergefecht gesagt. Denn Adam Lösch, den das also soll bewerkstelligen, hat mit alten Parteien geschwärt und er hat sehr gemerkt, dass die Parlamentsmajorität nicht mit dem Prozedere auferstanden war. Übrigens hat ihn die Löffel bei Trump gehalten und an einem Brief und Großherzogin Forderungen von der Kammermehrheit mit extrem scharfen Wörtern formuliert. Er sieht den Brief, den sie geschrieben hat. Das hat Marie Adelheid nach May gegen die linksliberal abgerutscht, weil die verlangt hat, dass Großherzogin all die von der Regierung proposierten Kandidaten misst zu Bürgermeister respektive zu Beamten nominieren, wie er also steht am dritten Punkt, die Ernennung des Herrn Professor Oster muss in Belgien erfolgen. Also, Chamber wird demnächst nicht nur gehen. Wie den Adam Lösch abgehen wird, wird sie den nächsten zum Formateur nominiert und das war der 6. Oktober 1915 den Advokat Hubert Lutsch aus der Rechtspartei. Sie hat ihn nicht nur zum Formateur nominiert, sondern direkt zum Staatsminister genannt. Und das ging eine groß linksliberale Majorität an der Chamber. Sie hat also die Chambers Majorität wieder den Kopf gestoßen. Diese Nominierung war der Höhepunkt von den vielen politischen Krisen von 1915 und 1916, den sie definitiv zur Parteifürstin gemacht hat, so was sie zukünftig genannt die Parteifürstin, nämlich Parteifürstin von der Rechtspartei. Hubert Lutsch und seine Ministerin, Jean-Baptiste Sachs, die war Direktor von der Steuerverwaltung, den Edmond Reifers, die war Notar an der Guillaume, an der Professor Guillaume Soissons, waren Member von der Rechtspartei, sie stehen aber echt am Hintergrund. Politisch waren sie nicht weiter bekannt. Zungen aus dem linken Lager und sie bezeichnet als Skatpartei Lutsch aus dem katholischen Volkshaus, die über nicht zur Lützeburger Regierung ging. Skatpartei, also nun kräftig spielt Skat, weil sie immer am katholischen Volkshaus immer Skat gespielt haben. An der neuen Regierung stimmt eindeutig der Präsident vom katholischen Volksverein, der spätere Staatsminister Emil Reuter. Ich muss hier ganz kurz auf den katholischen Volksverein angehen, weil den eine immens wichtige Rolle an der ganzen Geschichte spielt und auch während der Zeit gespielt wird. 1903, als der Volksverein gegründet ging,
Und dann wird ganz sehr, sein Mörscht auch rein äußerlich gewesen mit einem pompösen Gebäude und Boulevard Royal. Er sieht da ein Foto davon. Und er sieht auch, wie schön demuts der Boulevard Royal nach war. Der Volksverein war am Anfang ein Vierstufen der Rechtspartei, also der spätere CSV. Die Rechtspartei ist nämlich 1914 gegründet. Das dem Volksverein darum ging, für den sozialen Katholizismus an der Gesellschaft zu verankern. Am Anfang das, wofür auch CSV noch steht, also Christlich Sozial Volkspartei. Das also am Anfang begründet gehen vom Volksverein. Übrigens ist das Gebäude am Boulevard Royal, das am Volksmund der versoffene Rosenkranz genannt. Und da sind die politischen Intrigen in der Feierung von Emil Reuter, also von seinem Präsidenten, geknüpft. Er selber als an der Chambre als Pater, also als Pater und auch als Co-Minister von der Regierung bezeichnet ging, während Ministerin Marionetten und auch Valet de Chambre de la Couronne genannt gesehen. Schitterin hat erkannt, dass das Ministerium ein rein klerikales war mit der trügerischen Etikette eines Geschäftsministeriums, wie den deutschen Gesandten auf Berlin geschrieben wird. Kaiser Wilhelm war übrigens so rosen über die ganze Affäre Lutsch, dass er in einem Text von seinem Gesandten geschrieben wird: Ich werde wohl den Regierungspräsidenten von Trier hinschicken müssen, um diese Bande in Ordnung zu halten. Die Nomination von der Minoritätsregierung Lutsch ging ein stark linksliberal Chambersmajorität mit all demokratischen Spielregeln, die bis dahin am politischen Leben zu Lützburg geherrscht haben, außer Kraft gesetzt. Konsequenz davon war ein Abstand am Parlament, wo Deputierte wie den Dr. Michel Walter und Leandre Lacroix von einer Prussification du pays, von anarchischem Zustand und von einem Regime personell von der Großherzogin geschwärmt. Ganz sicher waren die Majoritätsdeputierte klar, dass die Regierung Lutsch nicht mehr nominiert ist, wir können die Chamber abzulesen und Neuwahlen auszuschreiben. Die Rechtspartei hat sich bei Neuwahlen große Stimmengewinner erhofft, weil die Leute wegen der Kriegssituation und der Lebensmittelnot unzufrieden mit der Regierung waren. Und tatsächlich, als es den 9. und 10. November zu leidenschaftlichen Chambersitzungen kam, wo Deputierte kontrovers über die Rolle von der Monarchin diskutiert haben und sich aber auch gegenseitig beleidigt und still zur Fenster rausgehalten haben. Das ist gut zu enger Klepperei gekommen. Der Liberalen Edmar Müller, wie Tarblatt schreibt, seiner Sinne nicht mehr mächtig, wird dem Staatsminister Lutsch, Zitat aus dem Tageblatt, mehrere gut gezielte Fausthiebe auf der Schädeldach gehen, nachdem es den, der Müller sei Papp, beleidigt hat. Daraufhin sind chaotische Szenen an der Chambre ausgebracht. Nach an derselben Nacht hat die Großherzogin im Parlament abgelöst. Also sie hat genau das erreicht, oder die Rechtspartei hat genau das erreicht, was sie gewollt hat. Ernst, wie das an den Zeitungen behauptet ist, hat sie nochmal aber keinen Staatsstreich gemacht, weil die Verfassung von 1868 für den Monarch das Recht zu gehen, nie wie auch das Recht, Ministerin und Beamten zu ernennen. Allerdings wird die antiquierte Vorstellung von ihrer Rolle nicht mehr an die profund demokratische Lützburger Gesellschaft gepasst. Weil zum Beispiel die letzte Ablesung von einem Parlament, von einem Monarch, die war am Jahr 1856, das waren also 60 Jahre hier. Nachdem die Chamber also abgelöst ging, ist der Wahlkampf gegangen. An denen ist mit einer extremen Aggressivität gefordert gehen. Also zu den Leuten nicht unbedingt Facebook und sozialen Medien gebraucht, für das sich immens angegriffen gehen. Also das Demos mit Pamphleten gemerkt gehen und auch an den Zeitungen und mit Fluchtblättern und so weiter. Hauptslogan war für oder gegen die Krone oder auch nach für oder gegen die Großherzogin. An andere Wörter, als Maria Adelheid Partei an dem Wahlkampf ging, sie war nicht nur ein passiver Akteur, aber sie hat sich auch aktiv angemischt. Am Dezember 1915 und am Januar 1916 hat sie am Namen von der Regierung Lutsch zwei Broschüren publiziert, an denen sie hier Vision vom Staat mitgeteilt wird. Sie hat daran erklärt, für was die Regierung Mangenas zurückgetreten ist und für was sie durch Lutsch zum Staatsminister gemacht hat. Der Fall Oster wird für sie
Ein Zitat, Präzedenzfall des verfassungswidrigen Verzichtes der Krone auf ihre Rechte gewirscht und ob die Rechte die Verfassung von 1860 dem Monarch gehen wird, wird sie nicht verzichten. An andere Wörter, sie wird also weiter darauf bestehen, selber nur ihrem Gutdünken Minister, Beamten, Bürgermeister zu nominieren mit der Begründung, eine Chambersmajorität wird parteiisch. Sie selber stehen über die Parteien und sie gehen die wirklich Interesse vom Volk vertreten. Ihre Fazit war, Zitat, deshalb bildet der Versuch, in die Rechte der Krone einzugreifen und die Autorität derselben zu schmälern, bewusst oder unbewusst ein Verbrechen an dem Rechte des Volkes. An der zweiten Broschüre von Anfang Januar 1916 ist sie noch viel mehr weit gegangen. Da hat sie sich als Herrscherin, von sich als Herrscherin geschwärt, von ihrer Handlungsweise, von ihren Rechten, mit denen sie für das allgemeine Wohlgehen antreten, während Parlamentsmajorität nicht mehr ihr eigenes Parteiinteresse am Sinn hat und eine verhängnisvolle Parteiherrschaft gegen Ausstreben. Mit denen wieder hat sie die demokratische Struktur vom Land angezweifelt und eine starke Exekutivgewalt ausgeübt von ihr selber verlangt, also ein persönliches Regime. Sie so setzt wie, soll das mir vorschwebende Ziel erreicht werden, dann ist es notwendig, dass ich mit Festigkeit alle verfassungsmächtigen Rechte auferhalte. Ich werde sie aufrechterhalten. Ich werde meine Verpflichtungen erfüllen. Das hat Dr. Walter dazu gebracht, die Erklärungen als L'État, c'est moi, et je sais tout. Also ein Abwandlung vom Spruch von Louis XIV, also den im Zug geschrieben ging, als L'État, c'est moi, und wird noch dabei gefügt, et je sais tout. Also das ist jetzt so in das alles. Allerdings wird Grand Duchesse damals auch einen Abstand lastgetrippelt, den sie bis zu ihrer Aufdankung eigentlich nicht mehr lastgegangen ist. Ihr Handeln war ein Wabank-Spiel, wie der Historiker Gilbert Rausch an seinem Buch über CSV gesagt hat, dass sie nicht mehr verlieren eigentlich. Wahlen vom 23. Dezember 1915 haben kein eindeutiges Resultat ergeben. Zwar hat der Block 7 Sitze verloren und die Rechtspartei hat 5 Sitze dabei gewonnen. Aber die Rechtspartei kommt nicht mehr auf 25 von 52 Sitze. Sie hat also ihr Ziel, eine absolute Majorität zu gewinnen, verfehlt. Das heißt, dass Wähler sich an einer knappen Majorität gegen die Politik von der Großherzogin ausgesperrt haben. Nur die Wahlen hat sich die Situation also keineswegs beruhigt, weil der Lutsch auch nicht direkt zurückgetreten ist. Der Staatsminister Lutsch nicht direkt zurückgetreten ist. Da sind nämlich Demonstrationen gegangen. Gedicht sind der 26. Dezember 1915 etwa 1200 Männer vom katholischen Volksverein nur einer Sitzung spontan, haben sie gesagt, bei der Palais gezogen und haben da Vive la Grande Duchesse gerufen. Marie Adelheid, ihr Mom und ihr Schwestern sind auf den Balkon getreten und haben denen 1200 fromme Männer enthusiastisch zugewinkt. Marie Adelheid hat dem Emil Reuter auch noch ein Telegramm geschickt, woran sie sich über das segensreiche Wirken des Vereins gefragt hat. Wie tun, also das Reaktion auf die Männer vom katholischen Volksverein. Wie tun aber 2 Wochen danach, den 2. Januar, 1916, die liberal- und sozialdemokratischen Vereine und auch Gewerkschaften zu einer Großdemonstration bei der Palais aufgerufen und der 20.000 Leute eingeholt. Du hast Marie Adelheid und ihre Familie nicht auf den Balkon getreten. Sie hat mit ihrer Parteilichkeit überdeutlich gewiesen. Der Deputierte Nicolas Keller wird später an der Chambre gesagt, dass ihn mehr traurig bewegt, weil er indigniert über die Ungeheuerlichkeit von der Großherzogin war, sich nicht um Balkon zu weisen. Also, dass sie ihre Parteilichkeit so offen gewiesen wird. Den 11. Januar 1916 ist die Regierung Lutsch mit einem minimalen Resultat von 26 zu 25 Stimmen an der Chambre gestürzt ging. Auch diese Chambersitzung war begleitet von aggressiven Demonstrationen, wo Deputierte von der Rechtspartei von den Manifestanten mit faulen Äpfel eher an Orange beworfen gesehen. Die ganze Lutsch-Affäre und die abgepeitschte aggressive Atmosphäre wird den deutschen Kaiser dazu gebracht, hat der Rapport von seinem Gesandten,
die Lucid wird da, Zitat, diese Pfaffenwirtschaft kann ihr noch den Thron kosten, zu schreiben. Tatsächlich wird belebt von der großherzoglichen Familie am freien Fall. Ein Beispiel zu nennen, bei einem Konzert am Konservatoire am 22. Februar 1916, wo die Familie darin teilgeholt wird, als ein Tauschen von den Leuten, nicht abgestanden, wie sie herkommen sind. Normalerweise sind Leute immer abgestanden, wenn größerherzoglich Familie herkommen ist. Als Zeichen für Respekt. Es sind auch viele parodistische Lieder und Gedichte geschrieben gehen, auch Theaterstücke, ob die Lutsch-Affäre geschrieben gehen. So zum Beispiel das Lied vom August Liesch, Ihre Hoheit trinkt im Stillen. Ja, voilà. Den August Liesch, den kennt ihr vielleicht als den Autor von der Mavs Cathy. Den August Liesch hat das Lied geschrieben, an ihn, der pikant, dass der sehr später Minister an der Regierung heute ging. Also kurz hier das Lied zu lesen. Oh, Ihre Hoheit trinkt im Stillen eine Flasche Sekt, Kaka. So, nun habe ich meinen Willen, sagt sie zu der Mangela. Freilich nicht von erster Güte ist das Ministerium. Gräfin, reichen Sie die Düte mit den Cognac-Bonbons um. Mir scheint keiner von den Vieren geistig ganz normal zu sein. Doch Herr Soissons hat Manieren, fällt die Gräfin lachend ein. Sucht auch nicht an solchen Städten Anstand, liebste Mangela. Wenn die Kerle Anstand hätten, wären sie ja gar nicht da. Dulden müssen wir sie heute, wenn der Staatsstreich uns gelang, finden sich schon andere Leute, die man frequentieren kann. Also spricht die Fürstin weise und sie bläst den blauen Duft ihrer Zigarette leise durch die Nase in die Luft. An diesem Gedicht geht Marie Adelheid als zynisch Intrigantin der Gestalt, die vierdem an der Hand hält, an zusammen mit der Mangelaise, also mit ihrer Hofdame, das Komplott von der Regierung Lutsch organisiert wird. Gestaltet wie wenn sie die Männer eigentlich nicht mehr benutzt, für und Mösch zu kommen, also für das Dejenige und Mösch zu kommen, den sie will, nämlich wenn der Staatsstreich uns gelang, finden sich schon andere Leute, die man frequentieren kann, also da du hast das ganz eindeutig Emil Reuter gemengt. Marie Adelheid geht weiter an dem Gedicht auch als ein Genießerin durchgestellt. Sie bringt also Sekt, Kakao, eine Ausspielung auf Kaiser, Königreich, natürlich Deutschland. Sie isst Cognac-Bonbons und sie fümmt. Hier wird tatsächlich ganz viel gefümmt. Das zweite Lied, das ganz viel gesungen gehen ist, ist das Lied Lila Lutsch, das Giorno Heiwert spielen. Das von Putti Stein geschrieben gehen. Und wie gesagt, wir lauschen dann mal noch. Schon auf der engen Seite, dass, auf der rechten Seite, dass das Lied an der originalen Fassung, auf der linken Seite, das sind Erklärungen dazu, weil das Lied ist nicht so einfach zu verstehen aus dem Kontext heraus. Wir spielen hier statt dann so. Immer trinkt ins Weltgericht, wie der Streit vorbei am Land, von der Politik im Brand, beim Herreiche singen doof, kurze Schwarz direkt mal drauf, alle doof geschlohn ich schlusch, wie am Mittag daran durch. Lila Lutsch, dat voren Zeiten, sie sah Saxophon mit mir schrien, Riererei fast von der Seiten, zwies was zum Floren spähen, an die tausend Pipertafen, woher ging die Lira rot? Die Frivolz sich durch verschlafen, dann ob Leben an, ob Tod. An der Chambre um Mammo, woher dem uns Gure schmuck. Tod gedonnert, hat gekracht, was er bei der Lutsch gemacht, wessen Schluss komplett geschmeckt. Gauf gepackt, an den geklickt. Tod gebrüllt, an
an engem Grund. Hu, 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 und die Mission hat alle Kalutz. Flutfenstere kaputt. Lila Lutsch, das vorne Vierer. Sie saß aufs Kopf, die Pardon. Schwitz, was, so kommt am Mittag. Lila Reif, was, Bostion. An der Wunde, Biber, Matschisch. An der Kruf, Kretschitschitschisch. Minister, wie weit hat sich, wie sie denkt, Anschluss. Look auf Jumper abgeworfen, alle Koffer ausgerufen. Männer frei und kanal, Brücke, Rolle, Freitag war, komm, hat alle Mitteln drin. Kauf gedreht, am Kauf gezogen. Hier am Feld die Dickspanne, Problemen, Trillen am Kron. Auf wie gut Resultat, komm nur das Ohrblatt. Lila Lutsche vor Räumen, sie zersagst es schlecht verdient. Riederei vor Sund verschnitten, sie frisst was auch gern gefehlt. Doch ein nach die Jure Splitter, nach dem Wiese viel verfallen. Der Führer wurde Leiter, der steppt am Stich der Stall. Du wurf und steck große Grau. Feier Bayer ist am Zahn. Hatte nur gefehlt richtig, an der Tor ganz weinerlich. Er ist nur schaubar weit am Boden. Kommen still und Gas geflogen. Auf die Aufzuführen schlägt und zur Hölle ganz Armee mit Orangen und Air. Komm du uns nicht her. Lila Lutsch hat hohen Zeiten, sie saß als Ton mit mir schön. Riererei was von allen Seiten, zwischt was zum Fluren springen. Und du hörst Lila Lutsch, feierhohe Scherz gebrannt. Ja, also so viel zu der Lutsch-Affäre, also das Lied Hei Lila Lutsch, wo dann noch die Feierministerin umgeschwärt, die Lila Lutsch, dieser Sachs, Rira Reifers, Swiss was Wasser. Das hier in allem eine politische Geschichte, eine politische Lied, geht also Männer, Marie Adelheid, wie beim August Lisch singen Lied. Es geht hier in allem um die politische Zustände, über die quasi revolutionäre Zustände, Parteipolitik an der Chambre. Auf hier in allem geht hier auch betont, dass das beste Pferd am Stall, den Emil Reuter, also Reuter, den hast du nicht mit Trick gewählt, den also du wängst halt eben auch die Ausbildung und weil geflohen wurde Reiter das beste Pferd am Stich der Stall. Also so viel zu der ganzen Affäre, die also wie gesagt zu Lützburg zunächst erschüttert wird und zu revolutionären Zuständen gefeuert wird. Die meisten Historiker behaupten, dass Marie Adelheid nur Sturz von der Regierung Lutsch sich nicht mehr an Politik angemischt hat. Die Lutsch-Affäre wird hier ein Lehrer gewischt, so Geschichtswissenschaft am Allgemeinen. Die Behauptung lässt sich allerdings nicht aufrecht erhalten, wenn man die weiteren Regierungsbildungen genau analysiert. Wie soll die nächste Formateur bei einem Parlament, das an zwei mehr oder weniger gleichstark Blick abgedeelt wird? Der Großherzogin hat sich am Anfang zwei Möglichkeiten angeboten. Entweder ein überparteiliches Geschäftsministerium oder eine Koalitionsregierung von den Parteien. Der erste Formateur, den sie gefragt hat, war den allseits respektierten 82-jährigen Henri van Nerus, der für Druschalenker Minister war, war Präsident vom Irwischen Gerichtshof und Präsident vom Staatsrat. Sie hat ihm freie Hand bei der Regierungsbildung versprach. Zweimal hat er ihr auch Propose gemacht, die sie aber trotz ihrem Versprechen aufgelehnt wird.
Ich sehe da, ich habe so einen Brief geschrieben von Robert Brasser und den Vanerus mit den Konditionen von der liberalen Partei für eine eventuelle Regierung anzutreten. Marie Eisenheit hat relativ klare Vorstellungen von der nächsten Regierung. Es sollte eine Koalitionsregierung gehen, an der alle Parteien vertreten wären. Das hat sie an einer Proklamation geschrieben, die den 16. Februar 1916 veröffentlicht ist. Allerdings wird sie bestimmte Leute als Minister nicht akzeptiert, und das wären die feierend liberal Robert Brasseur, Maurice Pescateur und Leandre Lacroix. Sie hat die Liberalpolitiker am Anfang viel mehr gehasst wie die Sozialisten. Dadurch, dass sie die aufgelehnt hat, hat diese sich allerdings zu unerbittlichen Feinden gemacht, die nicht echt geraut tun, bis sie aufgedankt hat. Auch die nächste Formateur, Leon Kaufmann aus der Rietzpartei, hat keine Regierung zusammengekriegt, der hier gefallen hat. An den dritten Formateur, den 72-jährigen Victor Thorn, hat man dicke Probleme zu kämpfen, weil sie die drei von ihm proposiert liberal nicht wollt als Minister akzeptieren. Dass aber kein ländliche Liberal an der Regierung kommt, weil sie eine starke Fraktion gebildet haben. Dem Victor Thorn, der war für den Präsident vom Staatsrat, 72 Jahre alt, also es schließlich gelungen, ein außerparlamentarisches Ministerium zu bilden, beim sozialistischen Deputierten Dr. Michael Welter als Verbindungsperson zum Parlament. Dadurch, dass ein Dr. Welter an die Regierung angetreten ist, als ihm DAX vorgeworfen ging, hin hat der linksliberale Block verroten. Die Liberalen konnten ihm seinen Regierungsantritt tatsächlich nie verzeihen. Wenn er sein Tagebuch liest, gesagt ihn aber auch, für was er bereit war, für Minister zu gehen. Die politische Krise hat schon monatelang gedauert und du hast dick Zeit gehen, für zu einer Normalität zurückzukommen. Muss ich auch bedenken, dass das Land andere Probleme hat. Lebensmittelnot und so weiter. Andererseits, und das muss auch klar auf hier gehören gehen, werden Dr. Welter aber auch extrem flattiert, dass Maria Adelheid ihn als Minister ausgewählt wird. Von da an hat ihn sich, der hier drinnen ihre schärfste Kritiker war, zu ihrem Verteidiger gemausert. Der Professor Joseph Tockert möchte noch den Gag vom Dr. Welter singen Eitelkeit, er schreibt über ihn an seinem Tagebuch. Dr. Welter strahlt, er hat sich einen neuen Hut gekauft. Das Publikum beurteilt ihn hart, seine Freunde wenden sich gegen ihn. Denn Dr. Welter als unsere Aufgabe als Landwirtschaftsminister dann noch kolossal gescheitert, an den Höhepunkten den 22. Dezember 1916 demissionieren, der hat gesagt, raus mit Michel, das heißt im Parlament quasi rausgeworfen gehen, nachdem es eine überwältigende Chambersmajorität ihm mit 41 von 52 Stimmen Misstrauen ausgedrückt hat. Die Regierung Thorn als Appointment den 24. April 1917 zurückgetreten, offiziell wegen der Nahrungsmittelnot, inoffiziell wahrscheinlich echter wegen der Wahlgewinner von der Rietzpartei bei den Zwischenwahlen. Summa summarum kann ich über die zwei Formateuren Henri Vanerus und Victor Thorn sagen, dass sie an ihre Ideen für Regierungsbildung am Fonds ein Überbleibsel von den Notablen aus dem 19. Jahrhundert waren. Die Vorstellung von einer Regierung war dieselbe wie die den Eiche vertreten hat, an dem Sinn, dass überparteilich edle Männer, meistens aus der Gerichtswelt, aus der Gerichtswelt oder Präsidenten vom Staatsrat und so weiter, Staatsminister gesehen, als sogenannte außerparlamentarisch oder auch neutral Regierungen gebildet haben. Die junge Großherzogin dagegen hat ganz andere Vorstellungen von Politik. Sie hört die dynamischen Politiker aus der Rietzpartei wie den Hubert Lutsch, den Emil Reuter, später dann noch den Pierre Dupont, den Leon Kaufmann, favorisiert, an denen ihre Ideen von einem sozialen Katholizismus unterstützt. Während die Leute echt aus kleiner Familie kommen, wollte sie mit den alle liberalen Eliten aus dem dicken Wirtschaftsbürgertum, Bürgertum also wie Pescator, Brasseur und so weiter, vom 19. Jahrhundert nicht mitzudienen. Auch unter dem neuen Staatsminister Leon Kaufmann aus der Rietzpartei, den er aus der Rietzpartei also kommt, weil die Rietzpartei von da an eine Majorität an der Chambre hat, wird Großherzogin politische Positionen vertreten. Sie wollte, dass die neue Regierung aus einer Koalition von allen Parteien bestehen.
Sozialisten waren aber nach ihrer Erfahrung mit Dr. Walter nicht mehr bereit, an eine neue Regierung anzutreten. Leo Kaufmann hat übrigens den 19. Juni 1917 ein Ministerium gebildet mit der Rechtspartei und mit Moderat-Liberalen. Es hätte auch keinen Unwillen, dass du endlich Frieden an Politik entkommen, nur denen vielen Unruhen. Das war aber nicht der Fall, und auch darin wird Großherzogin indirekt und auch direkt schuld. Die Regierung Kaufmann hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, das eng allgemein Wahlrecht anzufeiern, das schon lange von allen Parteien gefordert und auch von der Marie-Adelheid unterstützt ging. Übrigens wird aber die Verfassung geändert gehen. Und es weiß ja, dass Verfassungsänderungen nicht so einfach durchzuführen sind. Jedenfalls, für die Sache kurz zu machen, und die Debatten über die Artikel, die zu revidieren wären, rum zu Differenzen innerhalb von der Regierung zwischen der Rechtspartei und der Liberalen gefordert. Die früher linksliberalen Blockparteien wollten nämlich nicht nur das Wahlrecht neu gestalten, wie die Rechtspartei es gewünscht hat, sondern auch den Artikel 32, die gelaubt hat, le roi grand-duc exerce la puissance souveraine conformément à la présente constitution et aux lois du pays. Die Liberalen und Sozialisten wollten den Artikel nur der Belgischen Verfassung von 1831 ändern an tous les pouvoirs émanent de la nation. Also heute sieht er die zwei Fassungen, da dient den Artikel 32, so stungen an der Konstitution, le grand grand-duc exerce la puissance souveraine, conformément à la présente Constitution et aux lois du pays, und die Änderung sollte zwischen tous les pouvoirs émanent de la nation. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied, ob der souveräne Pouvoir an einem Staat vom Großherzog ausgeht oder von der Nation, also vom Volk. Selbstverständlich wollten die Linksliberalen den Artikel aufgrund von den Erfahrungen ändern, die sie mit der Marie-Adelheid gemacht haben. Die Debatten, die an der Chambre mit großer Heftigkeit gefordert sind, haben all die Affären rund um Großherzogin abgeworfen. Am Endeffekt, als bei der Aufstimmung dabei herauskommt, dass eine linksliberale Majorität vier Änderungen von denen Artikel gestimmt hat, sodass der Klerikalen Leon Kaufmann desavouiert war und in seiner Demission den 23. März 1918 nur recht nicht mehr in die Regierung ging. Kein war dann noch bereit, eine neue Regierung zu bilden. Der Recht wird größer zu reden, sich der 14. Juni 1918 und Volk gewandt wird, mit der Neuigkeit, sie wird d'accord mit der Revisionsbedürftigkeit vom Artikel 32, also heute sieht ihr hier einen Brief, den sie veröffentlicht hat an den Zeitungen, war die Regierungskrise gelöst. Für die erste Kehr ist Marie Adelheid auf Zustimmung gestoßen bei der Sozialistischen Partei, weil sie, wie Tageblatt schreibt, ein mutiges Bekenntnis zum Volkskönigtum aufgelöst wird. Der Kaufmann als weiter Staatsminister blieben allerdings nicht mehr ganz lang, nicht mehr, bis der 4. September 1918. Er war also auch insgesamt nicht mehr ein Jahr am Amt, genau wie den Turm. Und seinem zweiten Rücktritt war ganz klar die großherzogliche Familie schuld. Der 25. August 1918 wurde nämlich Prinzessin Antonia, eine Schwester von der Marie Adelheid, sich mit dem bayerischen Kronprinz Ruprecht verlobt. Er war 30 Jahre alt wie sie und er war ein höchster Offizier an der deutschen Armee, nämlich Generalfeldmarschall an der Westfront. Auf jeden Fall als er wegen dem brutalen Figur von der deutschen Armee auf Flandern von den Alliierten als Schlechter von Flandern, also Schlechter oder Metzler von Flandern bezeichnet ging. Es muss ihn sich vorstellen, dass zum Schluss vom Krieg, das war also der 25. August, den Krieg als Löserlös zu Ende ging, das war aufsehbar, den Waffenstillstand war den 11. November. Zum Schluss vom Krieg, also wo die Letzburger Regierung alles gemacht hat, für ihre Neutralität einen Beweis zu stellen, ausgerechnet da eine Letzburger Prinzessin sich mit einem von den wichtigsten Heeresführer von der deutschen Armee verlobt wird. Zeitgleich mit der Verlobung war der deutsche Reichskanzler Graf von Hertling zu Besuch um Schloss Birsch und der Staatsminister Kaufmann wusste nicht von der Invitation. Das war ein großes Fauxpas. Dazu kam, dass doch noch zu dem Moment herauskam, dass Marie Adelheid Dorfgürtel von der Töchter vom preußischen Kronprinz war.
En plus wird am Oktober 1916, also am Oktober 1916, auch Prinzessin Charlotte sich mit Prinz Felix von Bourbon-Parma verlobt, an den an der österreichischen Armee als Offizier unter Seite von Kaiser Karl gekämpft hat. Ich sehe da übrigens an einer österreichischen Uniform. Das ist nicht mit der Regierung aufgeschwärzt, ein sogenannter privater Schritt, wo Lützburg bei der Entente vollkommen kompromittiert und die Regierung Kaufmann desavouiert. Rimm als ein Regierungskris durch Marie Adelheid an ihr Familienstern, die Bern nicht zu lesen war. An der Zwischenzeit waren noch Anfang August 1918 Neuwahlen für die Konstituante, also die Chambre, die Änderung von der Konstitution hat müssen beschließen. Und Dono hat kein von den größten Parteien eine Majorität an der Chambre. Pontichesse wird ihre langjährige Vertrauten Emil Reuter mit der Regierungsbildung beauftragt und hin wurde festgespürt, dass Ende September 1918 ein Koalitionsminister gebildet konnte gehen, wie die vier am Parlament vertretenen Parteien all durch sogenannte Vertrauensmänner präsent waren. Die fünf Minister spielen eine äußerst wichtige Rolle an den nächsten Monat, wo dem Zukunft an die Unabhängigkeit vom Land gegangen ist. Deswegen sollen sie hier genannt gehen. Den Emil Reuter, wie gesagt, Staatsminister, an den Alphonse Neyens, die waren an zwei von der Rietzpartei, der Professor und Schriftsteller Nikolaus Werther, die gesehen haben, Rietz, die war Vertrauensmann von der Sozialistischen Partei, Richter an Autor August Liesch, also den Mauskatti geschrieben hat, war für die Liberalpartei an der Regierung, und die jüngste Minister, gerade mit 28 Jahren alt, war August Koller, als Vertrauensmann für die neue Volkspartei. Den August Koller hat, genau wie den Nikolaus Werther, über diese Zeit Bücher geschrieben, die äußerst wertvolle Quellen sind. Die neu entstandene Klang-Volkspartei, die sich in sozialer Hinsicht links positioniert hat, an der gesellschaftspolitischer Hinsicht echt konservativ war, wird an den revolutionären Moment von November 1918 bis Januar 1919 eine extrem wichtige Rolle gespielt. Büge, der Triertspartei an den linksliberalen Block ungefähr gleich viel deputiert hatten, wurde von den fünf Deputierten aus der Volkspartei aufgehängt, wie die Aufstimmungen über die Durchsetzung von der Marie Adelheid und auch von der Dynastie gingen ausgehen. Ich komme dann noch zum Ende, weil der Krieg ist zu Ende gegangen, den 11. November, 11. November 1918, als der Waffenstillstand in Kraft getreten in Deutschland, wie ihr wisst, hat der Krieg verloren. Darauf sind sie an Deutschland, Österreich und an vielen anderen Staaten Revolutionen ausgebracht, die zur Aufsetzung von den Monarchen und zur Aufhebung von Republiken geführt haben. Auch zu Lützburg sind Demonstrationen gegen die Dynastie Braganza, was sie gehässisch genannt gehen, gegangen. Leute haben sich an große Versammlungen getroffen und haben demokratische und soziale Forderungen wie das allgemeine Wahlrecht und den 8-Stunden-Tag gestaltet. Es hat sich ein Arbeiter- und Bauernrat gebildet, den die Aufhebung von einer Republik namens sowjetische Vorbild verlangt hat. Du weißt ja, dass 1917 an der Sowjetunion eine große Revolution war und dass da Kommunisten durchgekommen sind. Also die Forderung von einer sogenannten Räterepublik namens sowjetischen Vorbild. Auch die linksliberale Presse wird vehement und aggressiv auf Großherzogin geschlagen. Dasselbe war im Parlament der Fall. Die Liberal- und die Sozialistische Parteien und die Mission von der Marie Adelheid an die Durchsetzung von der Dynastie Nassau gefordert. Sie waren sich allerdings nicht eins, was sollte an Platz kommen. Die Liberal waren für eine Monarchie. Sie haben geliebäugelt mit dem belgischen König als Großherzog von Lützburg und Sozialisten wollten die Republik. Das hat sie natürlich immens geschwächt. Die Chambersitzungen vom 12. und vom 13. November 1918 waren von einer großen Bedeutung für das Land. An einer aggressiven Stimmung, vor dem Gebäude von der Chamber, haben Tausende von Leuten demonstriert und die Aufhebung von der Republik verlangt und Deputierte müssen entscheiden, ob sie Marie Adelheid und die Dynastie Nassau gingen aufsetzen. Es hat so ausgesehen, wie wenn es eine Stimmenmajorität von Liberalen, Sozialisten und Volkspartei könnten zusammenkriegen.
Die Situation zu entschärfen, hat der Staatsminister Emil Reuter am Namen von der Rätspartei an der Grand Duchesse ein Referendum über die Zukunft des Staatsfonds proposiert, in dem Altbürger sollten teilnehmen. Das war eine geniale Strategie von Reuter, weil mehr demokratisch wie Referendum geht es ja nicht. Und damit hat der Reuter der sozialistische und auch der liberale Partei die Wand aus den Segeln geholt. Jedenfalls, wir sagen kurz zu machen, war das eine extrem spannende Affäre und es hat von den Pushstimmen aufgehängt, wie die ganze Sache ausgehen. Die linksliberale Propose, la Chambre exprime la volonté que la dynastie renonce dans l'intérêt du pays au Thron du Grand-Duché, als mit einer harten Mehrheit von nur 2 Stimmen verworfen gehen. Mit einer großen Majorität ging es aber für ein Referendum und für die Suspendierung von der Großherzogin bis zum Referendum gestimmt ging. Hier ist der Brief, wo sie sich d'accord erklärt hat, für suspendiert zu sein. Maria Adelheid war also bis zum Referendum exkluiert von all den Pouvoiren. Da war sie eigentlich so gut wie aufgesagt. Und sie hat am Anfang schon zu dem Zeitpunkt zurücktreten. Freiwillig zurücktreten. Das hat sie aber nicht gemacht. Überhaupt hat sie immer davon geschwärzt, dass es hier nicht ging schwer fallen, für ihre Schwester Charlotte aufzudanken, dass sie nicht ging um den Thron hängen. Mit das war, wie sie später herausgestellt hat, eigentlich nicht mehr eitel wieder. Sie ist geblieben und es hat sogar nur zeitweise so ausgesehen, wie wenn sie sich kein teilen. Sie hat nämlich die amerikanische und französische Militärchefin, wie die Pershing, die amerikanischen, also die Kriegsgewinner von der Entente, die Pershing an auch den Marischal Foch empfangen, denen ihre Truppen sie mit Militärparaden am musikgelernten Palais getun, und sie hat sich mit ihnen um den Balkan gewiesen, gesiedelt, mit Pershing, und mit den amerikanischen generell, wie sie um den Balkan steht, dann haben sie die amerikanischen Truppen lernst getun. Das hat so ausgesehen, wie wenn sie die Unterstützung von der Entente hat. Der Staatsrat hat auch ihre Suspension als nicht verfassungskonform verworfen, das ist also alles beim Alle geblieben. Die Sozialistische Partei wollte das aber nicht mehr mitruhen. Sie hat von der Regierung die immediate Aufhebung vom 8-Stunden-Tag an die Mission von der Großherzogin gefordert. Den 8-Stunden-Tag, als vom August Koller durchgesagt ging, die Mission von der Marie-Adelheid konnte die Regierung aber nicht erreichen. Dafür hat die Sozialistische Partei ihrem Repräsentant an der Regierung, dem Nikolaus Walter, ihr Vertrauen entzogen, in das Mitte Dezember 1918 zurückgetreten an den Rest von der Regierung auch, die als geschäftsführend am Amt blieben. Das war also Rimnes ein Regierungsrücktritt wegen der Marie-Adelheid. Ein weiterer negativer Punkt, als dabei kommt, wie die drei Minister Reuter, Walter, Alisch auf Paris geführt sind, die sich da über die Zukunft von Lützburg als selbstständige Stadt informieren. Sie werden sind zu Paris geführt, weil die Franzosen ja die wichtigsten Sieger von der Entente waren und die Franzosen hatten eigentlich darüber zu bestimmen, was mit Lützburg an der Nachkriegszeit ging passieren. Übrigens tun sie, die drei Minister, die Firma mal auf Paris erst informieren, was mit Lützburg geht. Da hatten sie allerdings Probleme, für vom französischen Außenminister empfangen zu gehen. Mit der Begründung, ihr will kein Minister von der Grand Duchesse Marie Adelheid empfangen. Die Grand Duchesse Marie Adelheid hat also am Ausland überall, für alle, in Frankreich, aber hauptsächlich auch in England, als total deutschfreundlich Asylum gesehen. Gleichzeitig sind im Ausland auch aggressiv Artikel gegen sie erschienen, beispielsweise die Trahison de la Grande Duchesse de Luxembourg, den also am Echo Belge erschienen. Es waren also alle Minister bewusst, dass Marie Adelheid zurücktreten musste, für die Dynastie zu retten, aber es war just nicht so einfach, sie dazu zu bewegen. Recht am 9. Januar 1919, als die Revolution ausgebracht ging, als an die Republik ausgerufen ging, wird Marie Adelheid sich bereit erklärt, ihr Aufdankung zu unterschreiben. Er hat also eine Proklamation von der Republik, also vom Komitee du Salut, de Salut Public, den die Republik ausgerufen hat.
Der Nikolaus Welter beschreibt die Fahrt von dem Minister Reuter Liesch an ihm selber auf Colmar Birsch an die schwere Apennin-Betage, für sie von ihrer Aufdankung zu überzeugen, für die Dynastie zu retten. Schließlich wird sie sich d'accord erklärt, mit dem Dachter nur als aber kein Brief von ihr kommt und die Revolution als munter weitergegangen. Also sie hat versprochen, sie ging aufdanken und sie ging einen Brief schicken, aber der Brief ist nie gekommen. Die Revolution ist wie gesagt munter weitergegangen, aber wenn die französischen Truppen militär nicht angegriffen hat, wie der Heike sieht, die französischen Truppen von Hannen, weiß kein, wie das ganz ausgegangen wird. Jedenfalls wird Marianne-Leit recht bereit aufzudanken, wie ihr Ball zu steht war. Denn Emil Reuter hat den Aufdankungsbrief auf den 9. Januar vierdatiert, für das es so ging ausgesehen, wie wenn die Revolution nicht mit der Aufdankung zu dienen hat. Als Begründung für ihre Rücktritt geht auch nicht mehr die Auflehnung von den Alliierten und Vierberede, also hier sieht er, hier ist den offiziellen Text von ihrer Aufdankung datiert auf den 9. Januar 1919. Hier sieht er die Vierberedung von Emil Reuter. Da sieht er ganz genau den Château de Berge le 11 Janvier an den Streichstadt an durch und schreibt 9 Janvier dahin. Also das weiß ganz einfach, dass das Marianne-Leit tatsächlich nicht mehr unter dem Druck von der Revolution demissioniert. Die werden nicht mit zu halten, weil die Majorität vom Volk, die Liberal- und die Sozialistische Partei und auch sogar ein Teil von der Rechtspartei nicht mehr handelt hier stehen. Den 21. Januar 1918 wird sie das Land verlassen und sie ist nie mehr zurückgekommen. Erich zum Fazit kommen, will ich noch ganz, ganz kurz auf ihr Leben nur der Aufdankung angehen. Nur einem Jahr Aufenthalt an der Schweiz, als sie im September 1920 an Karmeliterinnenkloster zu Modena an Italien angetreten. Karmeliter, das war den strengsten Orden, den es ging. Ein paar Monate später wird sie das Kloster Ende 1920 verlassen und wird es nicht gepackt. Am Frühjahr 1921, als sie durch ein Kloster von den kleinen armen Schwestern von Rom angetreten, hat sie auch noch ein paar Monate müssen auf Druck von der Oberin verlassen. Dann war sie verzweifelt, weil ihre Lebensdrama, also sie wollte unbedingt an ein Kloster gehen, definitiv zerstört war und sie war überzeugt, schon über sich und auch über ihre Familie durchzuholen. Sie ist dann noch auf Schloss Hohenburg bei ihrer Familie gegangen und hat noch kurz probiert, zu München Abitur zu holen, für ein Medizinstudium anzufangen. Und da war sie schon krank. Sie soll in einer schweren Neurasthenie, Hautgenesung, in einer schweren Depression gelitten haben. Am Schloss Hohenburg ist sie dann noch der 24. Januar 1924 am Alter von 29 Jahren gestorben, wahrscheinlich in einer Art von Typhus. Hier sieht man die letzte Foto, die von ihr geholfen ist. Sie sieht hier all ihre Schwestern, die mittlerweile schon jeweils bestört waren, Kinder hatten. Und sie steht dann allein da. Ich komme zum Schluss. Wenn man sich die 6,5 Jahre von der Marianne-Leit hier im Rhein anguckt, weiß sich anhand von klagischen Zahlen, wie 6 Staatsminister, 7 Kabinettsdemissionen, erfeiert gescheitert Formateuren, Bild von einem Krisenstaat. Besonders, wenn man das mit der langen Regierungszeit, also mit der langen 27-jährigen Regierungszeit von Paul Eichen vergleicht, mit ganz wenigen Ministerchargementen. Und der unstabile Situation war die Grand-Duchesse Marianne-Leit nicht länger schuld. Auch Parteistreitereien, ideologische Differenzen und Press haben dazu beigetragen, mehr aber zu einem großen Teil. Es kann in sie also nicht mehr als ein unschuldiges und naiv junges Mädchen gesehen, das schlecht beruhigt ging und übrigens falsche Decisionen geholt hat. Das ist historisch nicht korrekt. Sie war eine politische Akteurin. Von Anfang an weisen all ihre Decisionen, dass sie eine selbstbestimmte Person war, die nur ihren eigenen Vorstellungen gehandelt hat und diese Schierberuder selber ausgewählt hat. Sie sagt an ihrer Proklamation vom 2. Januar 1916, ich habe keine unverantwortlichen Ratgeber. Ich fasse meine Beschlüsse selbst. Ich fasse sie in voller Freiheit. So dass sich die Behauptungen, die an der Historiografie abgestaut wurden, nicht mehr zu hart, nicht mehr halten lassen. Sie ist nicht von sogenannten falschen Berodern an Irrtum gefeuert gehen.
Die hat sich ihr Bruder selber ausgewählt und das war für sie die Richtige. Ähnlich wie auch immer durchgestaltet gauf, wird ihr Mann, Großherzogin Maria Anna, auch nicht die Rolle gespielt, die ihr immer in der Stadt gauf. Nämlich die, dass sie die eigentliche Staatsherrin war und ihr Durchter gelegt wird. Quelle weisen, dass das nicht stimmt. Der Maria Adelheid, der Marie Adelheid, ihr Conseillerin, war ganz eindeutig. Leute aus der Kirche, der Rechtspartei auf dem Hof. Die wichtigsten waren Emil Reuter, der Bischof Koppes, bis hin zu seiner Krankheit 1915, aber was den Hof angeht, der Graf Stolberg, bis den 1914 an den Krieg gezogen ist. Auf hier in allem bis zum Schluss ihre beste Freundin Gräfin Mangelas, die sie bis zu dem Zeitpunkt begleitet, wo sie an Karmeliterinnenkloster zu Bondena angetreten ist. Es ist noch das gefragt gehen, wen dann der Marie Adelheid hier vier Bilder waren, und du hast oft den Namen vom deutschen Kaiser Wilhelm II. Genannt gehen. Sicher hat sie sich zu einem gewissen Teil von Wilhelm II. Inspiriert, mehr so weit wie die gegangen ist an seiner Verurteilung vom parlamentarischen System, als sie aber nicht gegangen. Ihre Echtbiografin, Dedith O'Shaughnessy, die ihr Buch 1932 mit den Informationen von der Gräfin Mangelas geschrieben hat, wird als ihr Vierbild der spanische König Philipp II., also aus dem 16. Jahrhundert, genannt. Wie hin wird auch Marie Adelheid eine Stadt, an dem die katholische Religion alle Bereiche ging durchdringen, Familien, Schulen bis hin zur Politik. Mit kompromisslos festhalten und ihre religiöse Grundsätze wird ihr politisch Handeln bestimmt und das wird sie als ihre Mission gesehen. Gleichzeitig wird sie aber auch einen sozialen und einen demokratischen Staat. Sie war für das allgemeine Wahlrecht und wie kann, so von der Ausgabe, auch für das Frauenwahlrecht. Daran war sie durchaus modern. So gesehen überschneiden sich hier Ideen mit denen vom katholischen Volksverein an seinen Präsident Emil Reuter. Sie lauchen auf enger Wellenlänge von einem sozialdemokratischen Katholizismus. Am Anfang hat Marie Adelheid ihr Ziel erreicht, weil sie fertig gebrüstet hat, dass durch das politische Manöver von der Minderheitsregierung Lutsch, der Parlamentsauflösung auf vier gezündeten Neuwahlen, Triertspartei und Murschtkommers. An, wie wir wissen, auch lange Zeit unter Murscht blieben ist. Sie wird mich zum aufdanken, aber ihr politisches Ziel wird sie mit Emil Reuter als Staatsminister erreicht. So, ich merci für Ihre Geduld. Josiane Weber, das war ein fantastischer Vortrag. Ich hoffe, dass das nicht zu lang war. war so angekündigt, also ich meine, da kann man ganz viel Handy klappen, ich meine, das hat man ruhig nach bei mir lang nur lassen. Das ist ein ganz komplexes Sujet und ja. Viele Bilder haben es sicher mir einfach gemacht und sind einfach auch da in der Buch hat ein immens Reichtum von denen Bilder, die wirklich die Epoche auch gut rangehen. Die könnt ihr frohen an den Chat stellen, aber die könnt manchmal auch ihr Mikro rummachen. Ich gucke gerade, ob ich den Daniel Richter am Presenter machen kann. Dann. Ja, also, ja, ich denke, das können sich auch gut freischalten, was ich will. Genau. Also, wem kann ich fort gehen? Wir wollen etwas frohen, etwas so kommentieren. Ich habe gesehen, ich wüsste alle gut vorhin. Ich weiß es einfach. Michel Pauli. Ja, also von Studenten sich nicht wiederdrängen, dann mal nicht mal die erste Frage stellen. Ich habe ein paar Mal gesagt, die Historiografie hat ein bisschen falsch dargestellt. Und wen denkst du? Ich meine, das ist ja auch wichtig, dass wir wissen, was für Historiker oder was für historisch Bücher wir sollen in Zukunft evitieren. Ja, also schon nicht gesagt falsch durchgestellt, schon gesagt, dass am Anfang kennt die sogenannte Falschdurchstellung eigentlich dadurch, dass die Jahre 1917 und 19, also lass mal so die Jahre nur der Lutsch-Regierung am Anfang relativ wenig erforscht waren.
dass mir selber eigentlich auch so ging. Ich wollte am Anfang, die schon angefangen haben, die Biografie zu schreiben, und ich gedacht, ich will die wichtigsten Abschnitte von hier, das 1912 natürlich Schulgesetz, das ist dann 1914 den Deutschen Kaiser, 1915, 16 die ganz Meister, Lutsch-Affäre und so. Und dann wollte ich ab 1918 anfangen sprangen, für dann die ganz revolutionäre Geschichte durchzustellen. Ich hatte anfangen wollen, eine Tragödie in fünf Akten so zu schreiben. Das war schon so ein Titel, den ich mir ausgedacht habe. Und dem Mal habe ich gedacht, ja, aber war dann tatsächlich nicht mehr du nur. Das war dann du, zum Beispiel mit Van Nerys. Hier wird das so lange gedauert, bis du eine Regierung, nur der Lutsch-Regierung kommst. Hier wird sind auch noch die also auch den Leon Kaufmann, der ja auch von der Rechtspartei war, an den sie geschätzt hat. Hier wird aus den zwei Mal zurückgetreten. Am Punkt, du wünschst mich recht, du mal da befasst, für den die ganzen Zeitraum, den nicht viel erforscht, das muss ich einfach so, weil du musst ganz viel Parlamentsreden, aber wie sich lesen, und auch die ganz ausländischen Berichter lesen, was ganz viel erbisch das. Richtig, und schon von angefangen, mich mal dazu beschäftigen. Schon du vielleicht falsch, also du vielleicht nicht das richtig tut, aber beispielsweise Pierre Even hat er dann seiner Biografie auch noch gesagt, dass sie sich da noch nicht mehr angemischt, also nur der Lutsch-Affäre nicht mehr angemischt hat an Staatsaffären. Ich kann da nur, wen wird das noch gesagt? Also ich meine, all die, wie denn, das fängt um am Herrschen, und so weiter. Also die haben das eigentlich alle gesagt. Das war hier ein Leier so zu sagen, und dann hat sie sich ganz zurückgehalten. Das ist einfach nicht so, wenn ich nämlich die Quellen, genau guck, die Quellen, die ich fand, das fand ich in der Jolo nicht so viel. Mehr beispielsweise am Nachlass von Nerys fand ich relativ viel Briefe, auch darüber. Da gesagt, dass das einfach nicht gestimmt hat, dass sie sich aber weiter angemischt hat und dass sie. Aber wenn du noch Chambers Debatte liest, dann finde ich das doch etwas. Also, schon am Anfang, das wird falsch, also du. Also, ich meine, schon, du hast einen Vortrag gehabt, der für das Grand Publik war. Ich konnte nur nicht an alle Details angehen. Du denkst, ja, wie gesagt, ich wüsste das selber nicht, dann ist sie noch davon ausgegangen, dass. Dass tatsächlich du noch nicht mehr erfolgreich hast. Das war einfach nicht ganz richtig. Ja. Hast du mal das Ding froh beantwortet? Ja, nicht. Da klar, schön noch verstanden, dass das richtig ein Lacune an der Geschichte ja. Ist. Das ja, und noch etwas so wiederholen, so wie ein, die verhält die Männer, die da eben auch da sehen, die verhält die Männer in seinem Aussicht bis. Bis dann halt. Ich meine zwar, wie der Gilbert Rausch hat, wird ihre Rolle aber ganz klar gesehen. Ja. Das muss ich sagen, ich nicht, zwar keine Biografie, was sie geschrieben haben, an all ihre, an all singen, Wirker, die in die nächste Welt kriegen, über die international verflechten, haben sie geschrieben, ja, noch über an der CSV, an dem CSV-Buch. Also, meiner Meinung nach, hat ihn das ganz klar und deutlich gesehen. Gibt noch eine Frage am Chat von einem Student. Hefred, könnt ihr noch etwas zu der Position von der Monarchie zu der Zeit sagen? Ich war immer der Meinung, zu der Zeit hätten Monarchen noch mehr direkt in Aufloss gehabt. Ja, also, wenn in die Verfassung geguckt wird, da hatten Monarchen natürlich all, also Rechte, wie ich schon gesagt habe, die Rechte, Beamten zu nennen, Ministerin zu nennen, Parlament abzulesen, also sie waren ja kein rein repräsentativ Herrscher laut Verfassung von 1860. Aber, das tun ich ja eben für sich zu erklären, seit dem Zeitpunkt, wo Nassauer und der Murcht waren, das war ja am Anfang in allen Kranken, an Maria Anna, die ein Frau, die drei, die haben sich am Anfang gewöhnt an Politik angemischt. Das heißt also den Paul Eichen, den
fir Dr werden den holländsche Käser Kinig Kinigröherzog de Wilhelm den dritten och den huet schnippi quasi an Litzebuer Politik agemischt, bei den och schwéier krank war an segen lachten 10 Joer wie lang war dat. Dat heißt, die Litzebuer Politik huet am vu onofhängg konnten Decisionen hören, Politiker konnten unabhängig Decisionen hören, aber waren nicht mehr angeschränkt von Monarchen. Die hatten sich so darunter gewinnt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das zitiert habe, aber Lützburg deputiert, dann wird 1918 an der Chambre gesagt, Lützburg war am Anfang eine großherzogliche Republik. An dem Paradox eben ausgedrückt. Und so war das auch tatsächlich, weil den Eichen aus Mengen ist aus alle Wolke gefallen, wie das junge Mädchen da beimal sein eigenes Konzept da vertreten hat. Ja. Nee, also, ja, wie gesagt, nur laut Verfassung, ja, du hattest Monarche viel zu sagen, aber an der Realität gibt es ja auch ein, es gibt ja auch nicht nur eine Verfassung, es gibt ja auch ein Gewohnheitsrecht, so man mal so, ein Gewohnheitsrecht. Ja, ja, so gewohnt, und die, nicht, das hat mich erinnert an England am 17. Jahrhundert, wo den Charles den Eichten, auch am Anfang mehr, also nicht alle Rechte an der Verfassung, mehr die Leute sind nicht so gewinnt, dass sie sich anmischt. Und denen ist ja nur, weil sie nicht mit seinem Leben bezahlt, denen ist ja nur gekappt gehen. Ja. Yeah. Also, so weit kommen, jetzt sind auch Revolutionen zur gleichen Zeit natürlich an andere Länder auch. Das wird auch ein Aufschluss. Ich meine, die russische Revolution wird vielleicht auch ein Aufschluss, auch ob. Ja, ob Parteien, ob absolut, Verband. Absolut, ja, absolut. Weil Tinen, du eigentlich auch für dich bewusst gehen hast, dass sie Kinder auf einem Schleuder setzen sozusagen. Ja. Ja, hast du eine Frage aus dem Publikum? Schon, oh nein, klang froh, ich will mich 104 drängen. Ja, ich meine, ja, bei sehen, ja. André Linden. Ja, ich probiere ihn vorzustellen. Also, du hast oft die Impression gehabt, die wegen Rupture ging oder Mariadelheit. Also, das war schiefgegangen und die war sofort. Auf der anderen Seite, so die Gabe, man sieht die Ziele recht und das am Anfang weitergegangen. Da tun ich auch verstanden, dass den sozialdemokratischen Katholizismus, das schenkt mir immens interessant, effektiv die Figur von Emil Reuter. Frohlo, wer die Haien, wenn wir monarchisch handeln gucken, also die monarchische Figur, die nur der Mariadelheit könnte, dass Charlotten, geht es nur eine Ruptur oder geht es Kontinuitäten? Das kann ich nur sich suchen. Weil auch die älteste Schwester, die bestimmt, also da vielleicht nachgeschoben, Michelle ist nachgeschoben, weil die älteste Schwester. Ich könnte sich ja vorstellen, dass du auch ein Vorbildfunktion hast. Nein, also meine Meinung nach absolut nicht. Höchstens ein negativ Vorbildfunktion, wenn ich das so kann ausdrücken. Weil ganz frei, gesagt, an den Berichter von den französischen Ambassadeuren heute zu Lützburg, die Charlotte, schon den ein bisschen weiter gelesen, weil das mich auch interessiert hat, wie Charlotte und Muschkommers, du war ganz klar ein Bruch, also es wird ganz klar ein Bruch sein. Auch in der anderen, auch matt gedrohe vom Felix vom Bourbon Parma, also zum Beispiel auch, dass es so weit ging, dass es sogar gegen die Familie gerichtet ging. Also sie wollten die Mom, Maria Anna und auch die Schwester, wollten sie absolut nicht mehr heute zu Witzburg gesehen. Also sie waren immens froh, wie die da in Polenburg gegangen sind. Und die an ihr Ziel war, demnächst, und das sollen sie ganz klar, das sollen sie ganz klar eine Lützburger Dynastie zu schaffen. Also nicht mehr mit Deutschland zu dienen, sondern tatsächlich eine Lützburger Dynastie zu schaffen. Und natürlich auch nicht mehr an Politik anzumischen.
Inwieweit Charlotte das nur die ganze Zeit gemacht hat, das kann ich nur nicht so, weil ich kenne mich nur nicht so am Detail aus. Also, das ist ja eigentlich bekannt, dass Charlotte sich nie an politischen Affären angemischt hat. Aber bon, ich weiß das nur nicht so, dafür kann ich nicht so am Detail drüber gehen. Aber ganz sicher war das eine Rücktür, ganz sicher. Also, ich meine auch, die Sachen, die sich eben aus dem Krieg, während der, also am Zweiten Weltkrieg, so viel Land zu verlassen und so weiter, aber ich meine, sie wollte ja heilend oder zu einem gewissen Zeitpunkt im Träger plötzlich eventuell kommen. Aber trotzdem, ich meine, das tut ja auch etwas, auch dummer dazu, für so eine Reaktion zu haben. Ja. Ja. Also ganz sicher war ein politisch eingrüppelt. Auch wenn Charlotte immer ein Foto von der Mariadel hat auf ihrem Schreibtisch stehen hat. Ich war immer in der Schwester. Sie sehen auch so. Also. Mhm. Ja, gibt noch ein zwei Frauen. An auch du Frau von einer Studentin, aber da kommt noch zeitweise mit den Hauptevenementen. Wie gesagt, die ganze Vortrag also abgeholt und wir werden den auch diffusieren. Ja, kann ich die Slide dann, gesagt in die Slide dann nicht? Da gesagt du äußerst nicht mehr im Englisch oder dann? Nein, mir gesagt, wenn du siehst, das abgeholt gehen, kann ich die Slide dann. Die gesagt, ja. Weil ich kann den nur sehr weise, ja. Okay. Dann sind wir vielleicht die eine Frau, die am Chat ist. Ja. Du geht es um die Parteien, und zwar die Rechtspartei, die 1914 gegründet. Und froh war hier, ob die Anna, die Liberalen, die sozialistischen Parteien, ob die schon echter gegründet wurden, ob die oder ob das auch schon inoffiziell Allianzen zwischen verschiedenen Leuten wären. Oh la la, ich wollte nach ein genau gucken, wenn ich die Partei genau gegründet gesehen. Die Resümee eigentlich, gesehen ihr das? Nein, noch nicht, du musst scheren. Muss ich ihm nicht scheren, oder? Ja. Also ich meine, 1903 und ich irgendwie am Kopf mehr... Sozialisten, ja, sie sind alle, ich habe mir das noch irgendwo abgeschrieben. Zu der Zeit mehr oder weniger gegründet ging zwischen 1903 und ich meine noch 1911 oder 12. Das okay, das ist kein Quiz. Dann noch eine Frage, Mensch, von Guido Lessing. Ja, merci für den Vortrag. Ganz interessant, ganz passionant. Ich bin froh, was den Katholizismus so belangt. Wie passt ein ganz, ganz ausgeprägten Katholizismus von der Grand Duchesse bei Sympathien für den protestantischen, preußischen Kaiser? Zumal die Familie selber hat ja auch protestantischen. Ja, das ist ein gut froh. Wie kann das dort zu einem so starken, ausgeprägten Katholizismus am Gleichen Sympathien mit Preußen? Ja, das ist ein guter Ho. Ja, effektiv, das ist ja eine protestantische Familie gewesen, und durch das Bestätnis von der Maria Anna, das ist eine extrem katholische Familie, war aus der portugiesischen Braganza-Familie, als die Erziehung von den Kanner eben katholisch ging, an ja, hat sich die Familie eigentlich zum Katholizismus bekehrt, will ich mal so. Ja, also wie kommt das zu den Sympathien? Das ist ein gut froh. Also ich ging die Herrscher, also die gekrönten Häupter, mal du an Deutschland, die waren irgendwie alle mit ne verbunden. Sie haben sich auch immer als Cousin, Cousine ugeriert. Ob sie nur Protestanten waren oder Katholiken waren, das hat keine so eine große Rolle gespielt. Also die Religion hat keine so eine große Rolle gespielt, daran ging ich mal so, weil sie sich echt als Deutsch gefühlt haben. Also mehr als Deutsch gefühlt tun, wie nur Protestant oder Katholik. Das ist natürlich ein ganz gut Froh, ja. Das ist ein ganz gut Froh.
Nee, also du Menger Meinung nur wird das protestantisch du also zu den zwei unteren Marken vom Nigel Kaiser gemerkt wird die Berichte immer du gelesen wird wann er noch schreibt diese Pfaffenwirtschaft wird er noch den Thronkosten und so weiter also das wird hin immer also das katholische Element wird hier ganz gesteuert du an der letzten paar Dynastie das muss ich schon so sagen ja also ich meine, dass du mehr das Gefühl, eine deutsche Dynastie zu sein, mehr wichtig war, wie du eine katholische Dynastie. Und da muss ich auch noch dazu sagen, dass die auch ihre Großmam väterlicherseits, also das ist halt Marie, die war ja auch noch Protestantin, die hat ja am Herzogtum Nassau ja gelebt, zu Wiesbaden, nein, nicht zu Wiesbaden, wo hat sie Deutsch, das ist nicht zu Biebrich. Aber jedenfalls du an der Gegend gelebt und sie ist dort ganz tags besichtig gegangen. Also da war ganz viel Kontakt da, aber zu auch protestantischen Herrscher. Kitt hat die großherzogische Familie, also mehr Kontakt zur bayerischen Familie hat, was ja eine katholische Familie war, und auch zur österreichischen Familie, hat wie lo zu Rang den Preußen also ja und hier Gegner an der liberaler Partei das war ja auch kein Protestant das war ein antiklerikale ja weil Heidegger das nämlich auch die Frau an von einem Student waren Protestanten zu der Zeit mehr liberal und nicht so konservativ wie die Katholiken ich meine wenn in der Wilhelm II. Guckt aus das ja nicht der Fall. Wie wäre dann mit Leuten am Hof? Wären die auch alle gut katholisch? Nein, die wären teilweise katholisch und teilweise protestantisch. Also, das war so eine Mischung. Also, den Stolberg, der war katholisch, das war ein Österreicher, der war katholisch, aber der von Ritter, der war protestantisch. Also, das war unterschiedlich. Da waren sowohl Katholiken wie auch Protestanten. Also, du haben sie dafür gesucht, dass Mangelas war natürlich katholisch, weil er aus Bayern war. Aber du haben sie für eine gewisse Mischung gesucht. Okay. Ja. Das ist ein interessante Frage. Und du hast natürlich viele Identitäten, natürlich die national oder die kulturell und dann die religiös und so weiter. Das ist die monarchisch. Das ist ganz interessant. Was noch eine andere Frau aus dem Publik? Das ist mein ganz klein Frau, wenn ich darf, als ich was den Putti Stein sein Lied und du komm den interessanten Satz, komm zu Hölle ganz Armee. Und du wolltest es drohen, beziehen sich, als das, ich weiß gar nicht, von wie das Lied genau ist, als das mich spät, beziehen sich hier nur auf die Armee mich spät oder komm zu dem Moment auch die Armee? Ja, aber die letzte Woche, ja, die Freiwillige Kompanie, die hat mal da gegraben und die hat für Ordnung da, für Ruhe gesucht. Das haben wir nicht mit der französischen Armee zu dienen, das ist ja recht 19, wie du die Revolution du ausgebracht hast. Also, das Putti Stein, das war das Lied aus 1916 geschrieben. Gehen. Das war okay. Die letzte Jahr Freiwillige Kompanie. Okay, das Lied, das wirklich so Aschow geschrieben gehen, ja, ganz Aschow, ja. Ganz flott Quellen, wirklich. Merci für die super Mischung auch von Populärquellen, auch von den Bildern, noch von denen natürlich, von den Texten, von den Tagebischofen, Michael Walter und so weiter. Ganz fantastische Mischung und immens, immens spannend.